Endlich, Zeit fürs Mittagessen. Hey, kommst du heute zum Schülerrat? Ich bin mir da noch nicht so sicher. Oh, ich will dich gar nicht zwingen zu gehen. Aber es wäre schön, wenn du kommst, okay? Entschuldige mich bitte. Hidetoshi zählt auf dich. Vielleicht solltest du nach der Schule zum Schülerratszimmer gehen. Die Mittagspause ist fast vorbei. Du gehst zurück in dein Klassenzimmer. Gekkoukan High School. Gang. What a workout. I've got to teach those freshmen how to clean up properly. So, I pretended to take a picture with my cell phone. She freaked out and started crying. Like it was the end of the world. You should have seen the look on her face. It was priceless. Oh my god! I have never laughed so hard in all my life! They're making fun of someone? Don't they have anything better to do? Huh? Where's that voice coming from? What voice? I don't hear anything. Pass auf, die Geschichte mit denen wird noch super cool in gewisser Form. Also gerade mit dem brünetten Mädchen, die wird noch super, super geil. Das hat mich so, es hat mich so hart fasziniert, weil ich im Prinzip indirekt denselben Weg durchgemacht habe wie das brünette Mädchen. Tja, entkoffeinierter Kaffee ist doch ganz okay. Versuch's mit Cola, da ist Koffein drinne. What's wrong, Maki? Maki? Are you okay? Sorry. What were we talking about? About time they left. I can't stand girls like that. Der Unterricht ist für heute vorbei. So, wir haben heute Freitag. Was steht denn auf unserem Plan? Was können wir heute alles tun? Also, wir hätten den Schülerrat. Wir hätten das alte Pärchen. Ne, den Schülerrat nur. Haben wir sonst noch einen Zweier? Wir hätten das Volleyballteam. Ja. Also, Wagen oder Herrscher? Was wollt ihr? Schülerrat! Nee, ich bring dir auch keine Cola, Lincoln. Lincoln, sag lieber, was möchtest du sehen? Schülerrat oder Volleyball? Geist, ich find's cool, dass du jetzt einfach schon schreist. Schülerrat! Bevor ich die Frage richtig gestellt habe, einfach weil du mich mittlerweile gut genug kennst. Mega. Okay, ihr wollt beide den Schülerrat. Ja gut, dann verbringen wir heute Zeit im Schülerrat. Ja, why not? Ja, das war das Schülerratszimmer. Du hast die Herrscherpersona Fornius. Vielleicht werdet ihr also noch enge Freunde. Ja, am Schülerrat teilnehmen. Gekkoukan High School Schülerratszimmer. Hidetoshi redet mit einem Lehrer. Gut, Hidetoshi, ich zähle auf dich. Um unser beider Willen. Jawohl. Der Lehrer geht. Oh, Irenia-san. Hey, was meint er mit um unserer beider Willen? Wovon redet er? Das Mitglied des Schülerrates drängt Hidetoshi auf eine Antwort. Er will nur eine bessere Umgebung hier schaffen, also hat er einen Musterschüler um Hilfe gebeten. So wie die Präsidentin Irenia-kun gebeten hat, dem Schülerrat beizutreten. Was? Du kannst so etwas doch nicht ohne die Erlaubnis der Präsidentin entscheiden. Das Mitglied des Schülerrats schaut Hidetoshi böse an. Ach, ihr solltet euch nicht streiten. Sagst du denn gar nichts dazu, Irenia? Das Mitglied des Schülerrats wird langsam sauer. Er spioniert jetzt also auf der jungen Toilette? Mann, jeder steht auf seiner verdächtigen Liste, sogar wir! Jetzt übertreib mal nicht. Ich bin ein Mitglied des Disziplinarkomitees, nicht der Polizei.
Du hast die Wahl. Entweder hilfst du mit oder er weist dich als vertrauenswürdig oder du machst dich verdächtig. Wir müssen uns hier mit einer Menge Quatsch herumschlagen. Was, Irenia-kun? Hidetoshi scheint auf dich zu zählen. Eure Beziehung ist jetzt stärker. Ich bin immer böse, Lincoln. Immer. Deswegen bist du doch jedes Mal hier. Doch, du kannst auch Mädchen Kunden. Das hat sich nur bei uns in Deutschland so komisch ein bisschen eingebürgert, dass wir denken, das Kun passt nur auf einen Jungen, aber es passt auch auf ein Mädchen. Das ist genauso wie San. Du kannst auch einen Jungen mit Nachnamen San, also mit San ansprechen. Und dank deutscher Übersetzungen hatte ich ganz lange das Gefühl, dass San nur so ein Mädchending ist. Aber nee, du kannst auch jemanden wirklich Kun nennen. Ich nehme das jetzt als Kompliment, dass du sagst, dass ich eine Liebe ab und zu bin. Danke dafür, Lincoln. Entschuldige mich. Hey, ignorier mich nicht, du Lehrerliebling. Das Mitglied des Schülerrats läuft Hidetoshi hinterher. Ist nicht gut, wenn sich Mitglieder des Schülerrats so streiten, oder? Ich sage besser der Präsidentin Bescheid. Als Junge kann man sie daten im Übrigen, also Chihiro. Chihiro eilt hinaus. Deine Arbeit ist hier ist getan. Du gehst nach Hause. Welcome back. So, wie sieht's um unsere Leutis aus? Sind die fit im Schritt oder eher nicht? Na, dann gehen wir mal gucken, ob sich unsere 20.000 jetzt im Schlaf verdoppelt und verdreifacht haben. Scheinbar nicht. Eine Jack Frost-Puppe. Hab ich doch schon. Was will ich mit noch einer? Kennst du diese Wahrsagerin, die von allen Herbergsmutter oder Mama genannt wird? Die hat so eine merkwürdige Ausstrahlung, als wäre sie in einer anderen Welt. Ich will mir von ihr die Zukunft weissagen lassen, aber ich traue mich nicht, mit ihr zu reden. Okay, dann machen wir das. Möchtest du dein Schicksal erfahren? Ja, bitte. Sehr gut. Ich spüre eine weitere Veränderung. Ein starker Wind weht über die Welt und wirbelt die Blütenblätter einer blauen Blume in die Luft. Wie interpretierst du diesen Wind? Als schwache, flüchtige Brise oder als mutige, mächtige Böe? Dann leb wohl. Möge dir eine strahlende Zukunft beschieden sein. Ich bin immer der Chef von allen. Ich bin die Anführerin der Gruppe. Also man hat mir gesagt, du bist der Anführer. Und ich habe gesagt, okay. Ich will mein Schicksal erfahren, immer. Die sagt immer so lustige Schicksalssachen. Du hast den Fernseher eingeschaltet. Wasser trat aus den Kühltürmen eines Atomkraftwerks aus. Das Wasser war radioaktiv, sickerte jedoch zum Glück nicht in die Erde. Sounds familiar. Na, dann lernen wir mal noch ein bisschen, weil wir sind jetzt zwar statustechnisch überdurchschnittlich, aber uns fehlen immer noch 3. Du hast dich entschieden zu lernen. Dein Wissen hat sich erhöht. Du fühlst dich müde. Du hast für heute Abend genug gelernt. Nein! Nein, Lincoln! Nein! Soll ich jetzt einen OnlyFans-Account aufmachen, damit ich so viel Geld kriege oder was? So schön sind meine Füße nicht. Du bekommst eine Unterhaltung mit. Hey, schon gehört? Diese Elftklässlerin. Oh ja, die heute Morgen auf dem Boden lag, nicht?
Hoffentlich ist sie einfach nur von zu Hause ausgebüxt. Aber ich glaube, dass das der Beginn von etwas Großem ist. Ja, es könnten Reporter und Kamerateams hier aufkreuzen. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Die erste Glocke hat geläutet. Did you hear about that girl in 2E? Entertainment for you. Hey, Otaku-Genosse, und danke für den Raid. Scheint, als wärt ihr in meine Isekai-Welt gerutscht. Willkommen, ihr alle. Hallo, hallo. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei meinem Otaku-Kumpel seinen Spendenstream. Wie viele sind denn zusammengekommen? Bitte sag's mir, ich bin neugierig. 410, wow. Krasse Leistung, ihr alle. Mega krasse Leistung. Noctis, danke für den Follow. Domo arigato gozaimasu. Wow, jetzt wird's ja hier richtig voll. Ja, moin. Yodi-chan, danke auch dir für den Follow. Mein Gott, das geht gerade... Oh. Kleinen Moment, ich muss mich... Ich steck mich gerne mit Noctis an. Und Yodi-chan ist sicher ganz toll. Ist sicher ganz, ganz, ganz toll. Also, ich mache mir keine Sorgen, mein Immunsystem ist mega gut. Nein, tust du nicht, glaubst du mir? Nein, zu spät, ich habe ein gutes Immunsystem. Spätestens wenn ich singe, sind alle wieder weg. Bitte, bitte nicht, bitte bleibt. Ich danke euch dafür, danke. Danke, ich werde auch nicht singen, wenn keiner es will. Ich mag Noctis, glaube ich. Also so viel habe ich von Final Fantasy XV noch nicht gespielt, um zu sagen, dass ich ihn mag, aber ich hasse ihn jetzt auch noch nicht. Ich habe Otaku gehört, da müsste ich folgen. Dann auch an den zweiten Otaku-Kumpel, Yodi-chan, hallo. So, aber ich muss jetzt mal weiter hier im Text. Wir sind gerade dabei. Habt ihr das mit dem Mädchen aus der 2E gehört? Mehr Tentakel. Na, dann ist er ja bei Persona total richtig. Da gibt es total viele Tentakel. Wir haben gerade ein Tentakel-Ding im Team. Lincoln, hör auf, mein Geld zu wollen, was ich nicht habe. Und Priest. Ja, also ich tue mich schwer damit, Menschen zu hassen oder virtuelle Charaktere. Das ist nicht so mein Ding. Da müssen die schon echt was Schlimmes tun. Ich finde immer was Gutes an den Menschen. So, aber jetzt wirklich mal weiter. Ja, they haven't got a clue. Isn't that bizarre? Alle reden über ein bestimmtes Gerücht. Noctis ist kein Mensch, er ist da. Das, was Flo sagt. Ihr seid hier ein Haufen, ey. Noctis fühlt dich lieb umarmt und gekuschelt. Mein Herz gibt dir ganz viel Liebe. Schon wieder, Alter. Ich muss echt den Alter-Counter einbauen, das ist schlimm hier. So, did you hear the details? Worüber? Well, a girl from 2E went missing last night. Okay, ein Mädchen aus 2E ist vermisst. Okay, verstehe. This morning, they found her lying on the ground in front of the school gate. Oh, das habe ich irgendwie gehört. Ja, davon habe ich gehört, Junpei. Nobody knows what happened, and supposedly she's still unconscious. Okay, immer noch bewusstlos. Naja. Schlafmangel? Ich weiß, dass das alles nicht ernst gemeint ist, kein Ding. Hier wird auch liebevolles Mobbing immer betrieben, also ganz liebevolles Mobbing. Doch! Morning. Moin! Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob die jetzt hier in Hamburg oder in Japan leben. Ich glaube, das macht keinen Unterschied mehr.
Yo, Yucatan. This is a tough case, even for Junpei Iori, Ace Detective. Oh nein, die Ace Detective Masche. Schade, ich bin gespannt, wie sie es jetzt im Deutschen übersetzen. Ace Detective? Are you stupid or something? More like stupid, Ace Defective. Okay, der Wortwitz ist echt böse misshandelt worden im Deutschen. Oh, stupid, Ace Defective. Schade, dass der tolle Wortwitz so verunglimpft wurde. Also deutsche Übersetzung. Ach, Hamburg war ich letztes Jahr. War schön. Die sprachliche Lücke nicht beachtet, okay. Ja, ja, in diesem Spiel sagen Japaner Moin, Lincoln. Ja, wie willst du es anders machen? Aber ich glaube, ich wäre dann so gewesen, ich hätte mir was... Ich hätte es da vielleicht ein bisschen kreativer übersetzt. Weil Dumpei finde ich jetzt auch nicht gerade die beste Übersetzung von Stupei. Ich glaube, ich hätte es dann einfach bei Stupei belassen. Sind wir ehrlich, wir benutzen ganz viele Anglizismen in unserer deutschen Sprache. Wer kennt sie nicht? Die Hamburger Japaner. Hamburger mit Sushi drin. Oder einen Sushi-Hamburger. Gibt es tatsächlich Hamburger mit Reispatties? Hey, I resent that. Anyway, where have you been? I was talking to the teacher. Entschuldigung, Lincoln. No offense. That girl they found? I saw her yesterday on my way back from practice. She seemed okay then. Kann man sich ganz easy selbst machen, so einen Hamburger mit Sushi. Hamburger haben keine Gefühle, sie haben Hamburg. Oi! Oi! Whoa. Now that's really strange. Der Lincoln hat ganz viel Gefühl. Ganz, ganz viel. Nein, nein, das ist dann kein Fischburger. Wenn du vegetarisches Sushi auf einem Burger machst, ist da kein Fisch mehr drin. Also kein Fischburger. Jetzt will er sich auch noch verisekeien. In welche Isekai-Welt geht's denn jetzt? Ah. Aber Hamburger ist so schwer. Alles unterhalb. Oi. Ich dachte hier, mein Stream wird jetzt nicht gerade politisch. Wir haben Samstag. Ich lenke jetzt mal ab, wir haben Samstag. So, was machen wir denn Schönes am Samstag? Also, das können wir schon mal nicht machen. Wir können in den Buchladen gehen. Oder zum Mädchen am Schrein. Was machen wir? Gehen wir zum Buchladen, zum alten Ehepaar oder gehen wir zum Mädchen am Schrein? Der Gehängte oder Hierophant? Ihr entscheidet, was machen wir jetzt in diesem Spieltag? Ich hoffe, das hilft als Ablenkung. Gehängter, okay. Noch irgendwelche Stimmen? Noch ein Gehängter, okay. 3 von 7 Gehängte.
wir aber nicht so lange warten. Sag ich jetzt so die lautesten Stimmen. Oh, noch ein Gehängter. Okay, okay. Knight. Hallo? Hallo auch Knight. Noch ein Gehängter, noch ein vierter. Poolstream. Nein, Lincoln, keine Poolstreams. Wer will nicht das Mädchen schreien? Ah! Der war flach, aber gut. Er hat Zähne im Kopf. Heurika. Keine Poolstreams. Nein. Nein. Was? Leute, nichts gegen kleine Kinder, ja? Also, ich mag kleine Kinder. Ich kann nur nie ein ganzes essen. Ich will das nur klarstellen. Ich komme wieder und Poolstreams? Nein, keine Poolstreams! Oh, hallo, was spielen wir heute? Maiko möchte mit dir spielen. Möchtest du etwas Zeit mit ihr Wisst ihr, das ist jetzt total komisch. Jetzt habt ihr so komische Sachen in den Chat geworfen. Jetzt habe ich zweideutig Gedanken. Keine Poolstreams. Please not. Es wird so eine Abstimmung niemals geben. Keine Poolstreams auf meinem Kanal. So billig bin ich nicht. Ein Mensch steckt den ganzen Tag, ist bedarf. Möchtest du etwas Zeit mit ihr verbringen? Ja, wir wollen Zeit mit der Gehängten verbringen. Was sollen wir tun? Maiko freut sich. Als nächstes darfst du aussuchen. Während du Zeit mit Maiko verbringst, spürst du, dass eure Freundschaft sich vertieft. Es wird schon spät. Du beschließt, ins Wohnheim zurückzukehren. Okay, da ist jetzt nicht viel passiert bei ihr. Oh, hey! Hey, Yukari! Hast du das Gerücht gehört, das in der Schule umgeht? Ist bloß eine Geistergeschichte. Schüler können echt kindisch sein. Jedenfalls geht es mir nicht so gut. Ich kann heute also nicht mit in den Tartarus, sorry. Ich werde nur ein wenig Fernsehen und dann ab ins Bett. So nennt man das heute. Ja gut, sie ist krank, sie hat recht, ihr geht's nicht gut. Das heißt, wir gehen alleine. Check! Ich möchte ein Glücksbärchen sein. Es ist doch sonnenklar, ein Glücksbärchen sein. Ein Traum wird einfach wahr. Ein wunderbares Fell, das fest zusammenhält. Vielleicht werden wir sein. Ich werd kein Koch, kein Feuerwehrmann. Fang nicht als Trompeter bei einer Blaskapelle an. Ein Glücksbärchen möchte ich sein, so wie du. So, bitte. Jetzt wird's ganz unangenehm. Für alle Wassermänner, eure Glücksfarbe ist rot. Also alle Wassermänner unter euch, eure Glücksfarbe ist heute rot. Noch mehr Glück bringt es, den ganzen Tag lang den Daumen hochzustrecken. Kann man übrigens auf meinem YouTube-Kanal ganz gerne machen. So Daumen nach oben, da wird man mich loben oder euch oder irgendwen. So. Das war jetzt echt eine gute Überleitung, finde ich gut. Finde ich gut, war nicht geplant. Schwarz wie deine Seele oder schwarz wie dein Kaffee? Oh, Taco Boy. Jetzt habe ich eine Dankbarkeit bitte an Jack geben, der diesen Ohrwurm für euch spendiert hat. Und es gibt noch schlimmere tatsächlich. Oh. Flo, eine Poolstream, okay. So, aber wir gehen jetzt ins Tartarus. Ich brauche noch eine goldene Hand, die ich mal liebevoll schüttle. Ich brauche eine liebevoll geschüttelte Hand. Papa Jack spart schon wieder fleißig. Narf! Du könntest dich auch einfach mit Eis verbrüdern. Der hat genug, der könne den ganzen Abend nur mit Gesang
kann ich heute nicht in den Tartarus. Mensch. Also ja, Aist könnte uns den ganzen Tag mit Gesang hier versorgen. Ah. Jo, aber Aist muss nicht das durchmachen, was mir widerfahren ist. Diese Person, ha? Na, dann lernen wir heute Abend. Obwohl, nein, nicht lernen. Nicht lernen. Wir werden nicht lernen. Wir werden gucken, ob wir unsere 20.000 Öcken wiederkriegen. Yes, da ist er. Oh, da bist du ja. Ich habe nach dir gesucht. Ich habe schlechte Neuigkeiten, was deine Investition angeht. Oh, es läuft leider nicht so gut wie geplant. Wir können immer noch Profit machen, aber... Ich brauche noch einmal 10.000 Yen, um alles wieder auf Kurs zu bringen. Bist du bereit, noch einmal so viel nachzuschießen? Ja. Du gibst dem Mann 10.000 Yen. Ich melde mich, wenn du reich bist. Ich habe das Gefühl, das Geld sehen wir nie wieder. Ich habe das Gefühl, das war die dümmste Investition überhaupt. Ja, Jodishan, es klingt so übelst. Hm. Ja, ich wollte 20.000 Yen zurückholen und habe nochmal 10.000 verloren. Ich kann nicht gut mit meinem Taschengeld umgehen. Moin. Paul for you. Danke für den Follow. Ich habe 20.000 Yen verloren und dann nochmal 10.000 Yen. Und Lincoln sagt, du musst lernen. Please, danke für den Follow. Hier gibt es keinen Pool. Nein, keine Pool-Streams. Niemals. Oh Mann, ich hab Bauchweh. Aber dein Manager meinte, das wäre die Idee. Poolstreamer. Ich bin kein Poolstreamer aus Leidenschaft. Siehst du, Paul sagt doch auch, ich kann mir gerade keinen Pool leisten. Ich habe 10.000 Yen verschachert. Ich habe 10.000 Yen bewusst in den Boden gesetzt. Ach nee, in den Sand gesetzt heißt das. Nein, nicht in meiner Badewanne. Da gibt es nicht genug Licht in dem Raum. Ich glaube, ich muss langsam wirklich einen OnlyFans eröffnen, nur für meine Füße. Moin! Hast du nicht schon 30.000? Ich habe nur 30.000 erstmal in den Sand gesetzt. Ich bin gespannt, wie viel ich noch mit ihm in den Sand setze. Du hast dich entschieden zu lernen, damit ich nicht nochmal 10.000 in den Sand setze. Dein Wissen hat sich erhöht. Jack, pst! Du bekommst die besonderen Fußbilder. Die, wo ich Kekse zertrete. willkommen zurück, Aist. Im Übrigen, wir haben volles Haus. Sag Hallo zu allen, Aist. Jack, danke. Danke für die Rettung, dass Poolstreams out sind. Du fühlst dich müde. Du hast für heute Abend genug gelernt. Und hoffentlich, wie ich nicht nochmal 10.000 Yen in den Sand setze. Heute ist keine Schule. Dein Handy klingelt. Wer ist es? Yo, hier Chunpei. Hast du kurz Zeit?
Tut mir leid, ich habe viel zu tun. Oh, na gut. Bis denn. Schumper hat aufgelegt. Er wirkt enttäuscht. Ich nicht.